Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen, im ersten Weihnachtstag. Wir feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen auch zu Hause an den Bildschirmen. Wir feiern in diesem Gottesdienst heute Morgen auch gemeinsam Abendmahl. Und wenn Sie zu Hause gerne mitfeiern möchten, dann stellen Sie sich ein Stück Brot und etwas Wein oder Traubensaft bereit. Gestern haben wir es im Gottesdienst wieder neu gehört, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Die meisten von uns wissen das ja so, Babys, das sind so richtige Überraschungspakete. Als unsere jüngste Tochter geboren wurde, sagte eine Freundin von mir, die wird bestimmt mal Bundeskanzlerin. Das zeichnet sich im Moment nicht so ab. Ich glaube auch nicht, dass das so wird, aber egal. Es ist schon echt eine spannende Sache. Und in jedem Kind steckt da auch ziemlich viel drin. Von Jesu Geburt, da wird gesagt, dass ein Engel zu Maria sprach. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Die Geburt von Jesus, die bleibt einfach ein ganz großes Geheimnis. Der, der von Anfang an war und so groß ist, dass wir ihn überhaupt nicht fassen können, der ist in diesem kleinen Kind wahrhaftig und lebendig geworden. Und damit macht er aus uns mehr, als man jetzt schon sehen kann. Mit Jesus, da sind wir Kinder Gottes und Erben seiner Verheißung. Ich weiß nicht, also ich denke mal, man kann das so mit seinem Verstand gar nicht richtig begreifen. Durch Jesus entdecken wir neue Seiten an uns und auch an anderen. Und durch Jesus ist jedem ein neues Leben möglich in der Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sonntag, an dem wir im ganz Besonderen der Geburt deines Sohnes gedenken. Er hat den Himmel verlassen, damit wir dich ganz neu kennenlernen und dich ganz neu erfahren können. Dein Sohn wurde Mensch wie wir. Als Kind kam er auf diese Welt. Und wir können nur staunen, dass du so unter uns kommst, so mit uns lebst und selbst im Tod bei uns bist. Danke, dass du auch jetzt mitten unter uns bist, wenn wir miteinander feiern, egal wo und wann das ist. Du bist da und wir sind da. Das genügt. Amen. Mit dem ersten Lied, das wir gemeinsam singen wollen, da bekennen wir dankbar, dass Gott zu uns als Kind kam. Ich stehe an deiner Krippen hier. Sie finden es im Gesangbuch unter der Nummer 37. Wir singen die Strophen 1 bis 4. 37, 1 bis 4.
Wir wollen miteinander beten mit Worten aus Psalm 96, zu finden im Gesangbuch unter der Nummer 738. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn, lobt seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freut sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich aus all seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erfreue dich und bin fröhlicher in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich an dir, Halleluja. Außer Lukas haben auch andere Evangelisten von Gottes Erscheinen in unserer Welt erzählt. Der Evangelist Johannes, der spannt den Bogen von der Schöpfung bis zur Gegenwart. Und er fasst zusammen, was Gott in dieser Welt getan hat und tun wird, und was dies für die bedeutet, die an Gott glauben, nämlich Gottes Kinder zu werden. Ich lese heute Morgen die Schriftlesung aus Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 9 und die Verse 9 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Thank you.
der Dirk vorhin schon gesagt hat, sprechen wir heute das nizänische Glaubensbekenntnis, das ja auch die orthodoxe Kirche kennt. Das ist ein besonderes Zeichen der Einheit aller Christen im Glauben. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung und das Leben der kommenden Welt. Amen. Wir singen zusammen. Es ist ein Ros entsprungen, steht im Gesangbuch unter der Nummer 30. Auch hier singen wir die Verse 1 bis 4. Nummer 30, 1 bis 4. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Mutter und Kind, wohlauf. Das ist die erlösende Nachricht nach einer Geburt. Wenn es dann noch heißt, es ist alles dran, dann ist die Freude perfekt. Aber auf jeden Fall ist es erstaunlich, was so ein kleiner Mensch auslöst und bewegt. Es steckt schon alles drin in diesem kleinen Menschlein. Alles, was es als Person und Persönlichkeit ausmacht, ist vorhanden. Aber zu erkennen ist davon noch nicht viel. Das ist ja alles noch nicht zu sehen. Auch die Jünger haben auf dem Weg mit Jesus sich immer wieder die Frage gestellt, wer ist dieser? So viel Erstaunliches und Wunderbares steckte in Jesus. Er heilte Kranke. Er trieb böse Geister aus. Er machte Menschen auf ganz ungewöhnliche Weise satt. Er redete in besonderer Weise von Gott. Seine Worte berührten die Herzen der Menschen. Seinen Jüngern blieb er aber trotz allem ein Geheimnis. Bis zum Schluss. Von dem Geheimnis Gottes in Christus erzählt auch Paulus im Brief an die Kolosser. Ich lese aus dem Kapitel 2, Vers 3 und dann 6 bis 10. Denn sie sollen das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gegründet und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und hört nicht auf, Gott zu danken. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. In ihm ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig, und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Der steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Gestern gab es ja Geschenke. Also zumindest bei den meisten von euch, denke ich mal, von Ihnen. Das habe ich nicht vergessen auszupacken, sondern ich habe es extra für heute gepackt und mitgebracht. Ich weiß, was drin ist, aber vielleicht könnt ihr mal schütteln oder gucken. Was ist da drin? Nach was hört sich's an? In irgendeinem Karton was drin, was Großes. Eine Taschenlampe, ja. Könnte auch drin sein, genau. So ein Pflegeprodukt, ja. In Elfershausen haben sie auf eine Armbanduhr getippt. Tja, aber jetzt ist die Frage, wie kriegt man denn raus, was da drin ist?
auspacken. Denn da, ja, kann die, die, nein, nein, kannst du so aufreißen. Also du kannst die Schokolade behalten, wenn du sie magst, oder weiter verschenken. Genau, das ist ja das, was so ein Geschenk eigentlich machen soll. Ein Stativ für ein Handy. Ja, kleines Stativ, genau. Ich nehme es mir gleich mit, leg's mal dahin. Ja, das ist ja das, was Geschenke machen sollen. Und deswegen verschenken wir ja sie auch, dass sie Freude bereiten. Dass schon die Freude beim Aussuchen des Geschenkes entsteht ja schon. Und dann, wenn der andere eben auspackt und denkt, oh ja, das war's. Das ist schön. Genau das habe ich mir gewünscht. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Und das andere, und das haben ja uns auch Just Be hier vor ein paar Wochen im Gottesdienst gesagt, ne? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das andere ist, es ist ja auch eine Überraschung, so ein Geschenk. Man weiß eben nicht, was drin ist. Man muss es auspacken. So sagt es auch Paulus. In Christus Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und er schreibt, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Paulus, denke ich, hat hier also schon ein bisschen mehr von Jesus erfahren und erkannt, wer Jesus ist. Aber er ist sich durchaus bewusst, das ist noch nicht so für alle erkennbar. Das ist noch verborgen. Es ist noch nicht zu sehen, was da in Jesus alles drinsteckt, nämlich Gottes Fülle. Es ist noch nicht für alle sichtbar. Und ich kann mir vorstellen, die Kolosser, die werden vielleicht auch nachgefragt haben, Herr Paulus, was sagst denn du da, in Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis? Und wir würden heute ja auch eigentlich so fragen, in dem kleinen Kind, in dem ärmlichen Stall die Fülle, also Paulus, übertreibst du nicht ein bisschen? Ein kleines Kind, in der Fremde geboren, auf der Flucht vor dem König Herodes und später ein Wanderprediger, ohne festen Wohnsitz. Und dann diese merkwürdige Schar von Gefolgsleuten. Und am Ende wird Jesus verurteilt, wird gekreuzigt. Und überhaupt, Paulus, das ist doch schon 2000 Jahre her. Wer weiß, ob das alles stimmt. Paulus ist eben genau das bewusst. Diese Botschaft, Jesus ist Herr, das leuchtet nicht unbedingt ein. Sie ist verborgen. Man kann leicht darüber hinweggehen. Und es erfordert schon ein genaues Hinsehen. Eben, man muss Jesus wie so ein Geschenk auspacken, damit man ihn sieht. Deshalb rät er den Kolossern: Bleibt in Jesus verwurzelt. Gründet euch als Gemeinde auf dieses Fundament Jesus. Wieder so zwei starke Bilder, die er hier benutzt. So ein Baum, der gepflanzt wird. Vielleicht so ein Apfelbäumchen, wie ich es schon oft gemacht habe,
am Anfang so ein ganz kleiner Wurzelballen und mühelos kann man ihn da reinsetzen in die Erde. Und dann wächst er da in der Erde fest, bildet seine Wurzeln ins Erdreich. Und dann habe ich mal versucht, nach 10 Jahren so einen Apfelbaum auszugraben. Bin da ziemlich rabiat auch dran gegangen, Wurzeln abgeschnitten. Und trotzdem, ich habe ihn nicht rausgekriegt. Habe es wieder gelassen, habe ihn wieder zugeschüttet und habe gedacht, na, hoffentlich nimmt das mir nicht übel und wächst doch wieder an. Verwurzelt in der Erde. So sagt es Paulus hier auch. Das müsst ihr als Christen auch sein, in Jesus verwurzeln. Das passiert nicht von heute auf morgen, so wie bei einem Baum, das mehrere Jahre auch braucht, Zeit braucht. Aber eben immer wieder seine Wurzeln ausstrecken nach Jesus. Von Jesus lesen in der Bibel, über ihn nachdenken, immer stärker mit ihm verbunden sein. Dann steht auch ein Baum fest verwurzelt und kein Sturm kann ihm etwas anhaben. Menschen, die Jesus immer tiefer erkennen wollen, sollen wir sein. Mehr von ihm hören und wissen wollen, sich mehr auf ihn einlassen wollen. Dazu braucht es Zeit und wir müssen uns immer wieder mit Jesus befassen. Aber eben, wie gut es uns tut, wie wir dadurch fest werden im Vertrauen zu Jesus, dann können die Schwierigkeiten, die das Leben so bietet, uns nicht viel anhaben. Und das andere Bild, als Gemeinde sollen wir feststehen wie ein Haus auf einem festen Fundament, weil er die Mitte unserer Gemeinschaft ist, weil er den Boden bereitet hat für unsere Beziehung zu Gott, dem Vater. Durch Jesus soll unser Glaube fest werden, unser Vertrauen zu Gott wachsen. Gott sollen wir danken, dass er Jesus in diese Welt gesandt hat. Wäre das nicht ein Motto für 2023, dass wir uns neu auf Jesus ausrichten und in unserem eigenen Leben und in unserer Gemeinde eine Christusentdeckung entfachen? Bei uns selbst fangen wir an und dann laden wir andere dazu ein. In Jesus ist die Fülle Gottes und wir haben Anteil an dieser Fülle. Das gilt jedem von uns, jedem, der Jesus entdecken will. Paulus hat aber auch eine Gefahr ausgemacht. Denn man kann das Geschenk auch ergänzen wollen. So passiert es anscheinend in der Gemeinde in Kolossä, dass da Menschen auftauchen, die sagen, ja, Christus ist gut, aber ihr braucht auch noch. Und dann kommen Regeln, Philosophien, eine eigene Leistung ist nötig. Etwas, das man eben selbst tun muss. Für Paulus sind das trügerische Weisheiten und Lehren. Sie wollen etwas absichern, was Jesus bereits geschenkt hat. Es gehört ja schon, ohne Wenn und Aber, uns. Zu der Fülle wollt ihr etwas hinzutun, meint Paulus. Nein, das ist nicht möglich. Das ist nicht Christus. Verordnet Paulus hier Denkverbote? Ist denn in Jesus wirklich alles gesagt? Heute gibt es ja doch viele Antworten.
Und vielleicht ist das für uns heute auch die größte Hürde. Wir sind es gewohnt, uns aus allem, was sich bietet, aus allen Strömungen, so das Passende herauszupicken. Paulus ruft den Kolossern und uns aber ins Gedächtnis: Ihr habt den Herrn Jesus Christus angenommen. Denn damals wie heute leben wir nicht nur für uns. Wir haben immer schon einen Herrn. Ob es nun der, wie bei den Kolossern damals, der Kaiser in Rom ist, der sich als Herr, als Kyrios verehren ließ, oder ob es heute ein anderer Ismus ist. Die Herren, die sagen, hast du was, dann bist du was. Oder die Herren, die sagen, höher, schneller, weiter. Bei Jesus können wir aber zu einem Herrn kommen, der sich zuerst für uns in diese Welt gegeben hat, der klein geworden ist, damit wir ihn erfassen können, der arm und schwach war, um die zu finden, die sich wertlos und unbedeutend finden. Diesen Herrn haben die Kolosser angenommen und allen anderen Herren damit eine Absage erteilt. Deshalb sollen sie sich jetzt nicht wieder einfangen lassen von den alten Herren. Stattdessen ist Jesus alles, was sie brauchen. Wäre das nicht auch bei uns ein lohnendes Ziel für 2023, dass Menschen sich von den anderen Herren freimachen und Jesus als Herrn annehmen? Vielleicht müssten wir auch da erst bei uns anfangen. Was kann ich denn von diesem Herrn erzählen? Was ist mir selbst an Jesus wichtig? Wie wird in meinem Leben sichtbar, dass Jesus mein Herr ist? Vielleicht erzählen wir nach dem Gottesdienst, wo uns das gelingt oder wo wir noch üben. Aber zuerst gilt, in Jesus ist die Fülle Gottes und wir haben Anteil an dieser Fülle. Das gilt jedem von uns. Es gilt jedem, der Jesus entdecken will. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen noch einmal singen: Fröhlich soll mein Herz springen. Die Nummer 36. Die Strophen 1 bis 3, dann 5 und 9. Thank you.
Lasst uns offenlegen vor unserem Gott, wie wir hier sind und worauf wir bei ihm hoffen. Ich glaube, wichtiger als das, was ich tue, ist das, was ich von Gott bekomme. Und ich soll nicht mehr als 80 Jahre lang damit gut umgehen. Aber ich vergesse das oft. Es beginnt nicht mit mir. Es dreht sich nicht um mich. Es endet nicht mit mir. Aber ich vergesse das oft. Gott gibt mich nicht auf. Jesus ist das Zeichen seiner unverbrüchlichen Treue. In Schuld und Einsamkeit, in meinen Kriegen, am Kreuz meines Lebens. Er bringt Versöhnung und er ist der gute Gefährte auf meinem Weg durch das Leben. Aber ich vergesse das oft. Keiner von uns spiegelt Gottes Liebe alleine, weder mit dem Herzen noch mit dem Kopf. Wir brauchen uns wirklich, wirklich gegenseitig, damit aus unseren scharfkantigen Scherben etwas anderes und Besseres entstehen kann. Aber auch das vergesse ich oft. Wo in mein Vergessen die gute Erinnerung zurückkommt oder wo aus Altem doch etwas Neues wächst, da ist es der Heilige Geist. Aber ich vergesse das oft. Tiefer aber als all mein Vergessen und mein Versagen reicht Gottes Freundlichkeit. Das Letzte aber, das ist seins. Amen. Wir wollen miteinander singen. Ich bin das Brot, lade euch ein. In dem EG Plus, das ist das kleine Buch, die Nummer 62, 1 bis 3. Thank you.
unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und genauso nahm er den Kelch nach dem Mahl. Dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Als Kinder Gottes beten wir gemeinsam, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Keiner sei gegen den anderen und keiner in sich verschlossen. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Lob. Und vergebt einander, wie euch vergeben ist. Wir können das wirklich wahrmachen, indem wir uns einander die Hand reichen und uns gegenseitig zusprechen: Der Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes sei mit dir. Friede sei mit dir. Der Friede Gottes sei mit dir. Sei mit dir. Der Friede Gottes sei mit dir. Und auch mit dir. Kommt, denn ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Vielleicht mache ich es am ehesten so, dass ich zu Ihnen komme und Sie sich eine Oblate nehmen und im zweiten komme ich mit dem Kelch und dann, dass Sie dann die Oblate eintunken. Und zu Hause dann jeweils auch Brot und dann den Saft trinken.
Christi Blut für dich vergossen. Wollt ihr noch gerade hier unterkommen? Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Amen. Ich bete, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt, der dein Leben krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Wir beten für uns und für andere. Lieber Vater im Himmel, nicht immer erleben wir uns als deine Kinder. Wir sind gefangen in Selbstgerechtigkeit und Eigenliebe. Wir danken dir, dass du uns immer den Weg zurück zu dir offen hältst. Wir dürfen neu anfangen, immer wieder. Unser Vater im Himmel, wir erleben eine verstörende Zeit, das
was bisher Bestand hatte, wovon wir überzeugt waren, löst sich auf und zerbricht. Wir bitten dich, dass du uns unsere falschen Lösungen zerbrichst und du uns auf deinem Weg führst. Jesus, wir fragen so oft gar nicht nach, was du durch uns in unserem Ort bewegen willst. Wir fühlen uns auch zu klein, zu schwach, zu unbedeutend. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen und unsere Hände, damit wir dich in die Welt tragen. Jesus, wir bitten dich, fülle unsere Hände und Herzen mit dem, was du für alle Menschen bereithältst. Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld und Barmherzigkeit. Verändere uns und diese Welt. Und was wir an persönlichen Bitten auf dem Herzen haben, das sagen wir Gott in der Stille. Himmlischer Vater, du hörst, wenn wir mit dir reden. Amen. Zum Abschluss des Gottesdienstes ist noch Folgendes bekannt zu geben. Auch morgen können Sie wieder am Gottesdienst teilnehmen. Am zweiten Weihnachtstag findet um 9 Uhr Gottesdienst in Beisefürth statt und um 10.30 Uhr in Dagobertshausen. Die Kollekte am heutigen ersten Weihnachtstag ist auch bestimmt wie gestern schon für Brot für die Welt. Ich möchte Sie auch herzlich einladen, jetzt schon. Dirk hat ja auch schon ein paar Mal Richtung Neues Jahr gesprochen, also der Silvesterabend ist nicht mehr weit. Silvester findet um 16.30 Uhr in Elfershausen und um 18 Uhr in Malsfeld jeweils ein Segnungsgottesdienst statt. Und am Neujahrstag findet um 10.30 Uhr in Dagobertshausen und um 18 Uhr in Malsfeld eine kleine Messe mit Abendmahl statt. Zum Schluss wollen wir es so machen wie gestern, noch gemeinsam O du Fröhliches singen. Wenn Sie es nachschauen wollen, ist im Gemeindegesangbuch Nummer 44 die Strophen 1 bis 3. Ja, bevor wir das machen, will ich noch ein Dank loswerden und Ihnen den Segen zusprechen. Ein Dank an alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, an der Orgel Susanne Bruleide und Flöte und andere Instrumente, die Karin Lux, an Technikteam, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Frau Brückmann, Dankeschön für Ihre Mitwirkung. Ich habe auch noch ein Geschenk für euch, die ihr hier seid im Gottesdienst. In so einer Obstkiste da hinten sind so Umschläge, eine Überraschung da drin. Ihr dürft es bei diesem Geschenk aber so machen, wie man es sonst bei Geschenken nicht macht. Wenn ihr denkt, na, das könnte jemand anderes auch gebrauchen oder besser gebrauchen als ich, dann könnt ihr es gerne weitergeben, weiterschenken. Der Wochenspruch für die neue Woche heißt, nee, warte. Also mit meinem Gedächtnis ist heute was nicht in Ordnung. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und nun geht in diese neue Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.